Okay, liebe Freunde, wir sind bei Station to Station. Wir spielen die Demo und als kleiner Disclaimer vorweg der übliche Hinweis. Das Ganze ist im Rahmen meiner Demo-Streams. Ihr habt entschieden mit per Abstimmung, was ich spiele. Ich habe mich also vorher auch nicht darauf groß vorbereitet. Ich habe nur das Spiel installiert, kurz geschaut, ob es funktioniert und lerne das jetzt mit euch gemeinsam kennen. Das heißt, ich kenne es nicht. Es ist kein klassisches Angespiel, wo ich euch schon kenntnisreich alles zeigen kann, sondern wir werden es gemeinsam jetzt kennenlernen. Okay, und damit starten wir jetzt auch. Demo spielen. Ah, Level 1. Gibt es auch, warte mal, gibt es ein Tutorial? Nee, das ist, denke ich mal, ein Tutorial, oder? Gesperrt. Okay, alles klar. Wir können also tatsächlich noch ein bisschen weiter spielen. So, Grafikstil ist ja wirklich entzückend. Ziel, stelle alle 12 Gebäude fertig. Okay. Ah ja, es ist Tutorial. WASD. Mit links können wir es auch machen. Mit rechts können wir drehen. Und mit dem können wir ranzoomen. Okay, fahre über das Gebäude, um zu sehen, was es tut. Das ist eine Weizenfarm. Benötigt nichts, produziert Weizen. Soweit so klar. Gebäude müssen mit einem Bahnhof verbunden werden. Drücke Spacebar oder den Bahnhof-Button, um Bahnhöfe zu platzieren. Drehe den Bahnhof mit dem Scrollrad. Mhm. Aha, okay, das ist dasselbe Prinzip, wie wir es kennen aus Transport Tycoon oder so. Den Klassikern. Okay, 2000 haben wir. Er kostet 50. Ja. Und nun? Ach so, jetzt müssen wir da hinten noch einbauen. Verstehe. Wobei, ich würde den... Ist das sinnvoll, den so umzustellen? Na gut, wenn ihr meint, machen wir das so. Diese Mühle benötigt Weizen. Klicke auf das Verbindungsstück, um eine Strecke zur Weizenfarm zu bauen. Okay, alles klar. Das ist ja logisch. Verbindungsstück. Ah. Können wir da hinten... Jetzt gleich mal Test. Oh ja, tatsächlich. Wir können da hinten raus. Okay. 69. Also die Gleise kosten auch Geld. Mhm. Und jetzt kauft man gleich einen Güterzug. Standardzug für Frachtbeförderung. Achso, mit Linksklick kann man noch Ankerpunkte hinzufügen. Okay, verstehe. Was passiert hier? Oh, jetzt wird das bunt. Ah, wie schön. Die Mühle hat Weizen bekommen und du Geld. Der Erhalt von Geld schaltet neue Gebäude frei. Aha, klicke, um Gebäude hinzuzufügen. Ja, witzig. Fahre erneut über das Gebäude, um zu sehen, ob es fertiggestellt ist. Ah, okay. Also, jetzt haben wir ein Häkchen. Jede Weizenfarm kann nur eine Mühle beliefern. Die neue Weizenfarm muss also mit einer anderen Mühle verknüpft werden. Ja, verstehe. Aber wir gucken uns erstmal an, was hier los ist. Das ist ja entzückend. Wobei ich diesen... Effekt nicht ganz mag. Kann man den auch ausschalten? Warte mal kurz. Einstellung, Grafik. Tiefenschärfe. Bin ich nicht so ein Fan von. Mach ich mal aus. Aber hat das dann noch den gleichen Charme? Das ist eine spannende Frage, ne? Ne, ich glaube, das Spiel lebt von der Tiefenschärfe tatsächlich ein bisschen. Wir machen es mal auf niedrig. Ja, so ist besser. So ist gut. Bin eigentlich kein so ein großer Freund dieses Effekts, aber hier ist es irgendwie so drauf angelegt. Jo, bitte nicht Backseat geben. Also bei solchen Spielen geht es darum, das jetzt schon mal selber zu erkunden, wenn ihr das schon gespielt habt. So, leider habe ich jetzt vor lauter Gucken ganz vergessen, was wir hier tun sollen. Wir sollen, glaube ich, die Weizenfarben nochmal da... Sieht man irgendwo seine aktuellen Aufgaben? Fortschritt 2 von 12. Okay, wir müssen... Ah ja, hier sieht man sie. Okay, alles klar.
Okay, also ich verstehe noch nicht ganz, was jetzt das Prinzip des Spiels ist oder was die Herausforderung ist, aber das werden wir sicher gleich sehen. Ich meine, dadurch, dass eins immer nur an einem angeschlossen werden kann, ist es, glaube ich, egal, wie man die Bahnhöfe stellt. Kann man auch schöne Kurven machen? Warte mal, Ankerpunkt, das machen wir jetzt mal. Ja gut, schöne Kurve ist was anderes. Okay. Der nächste Zug fährt. Es wird grün. Ah, ich wollte mir eigentlich nochmal den Effekt anschauen, wie es ist, wenn hier Weizen drin ist. Ja, ja, die Gleisradien, die habe ich ein bisschen vermisst. Wir wollen noch mal kurz gucken, wie das ist. Wird der Weizen jetzt abgeerntet? Das wäre noch mal interessant. Verschwindet der? Nee, verschwindet nicht. Bleibt da. Okay, und da sind dann Weizenkörner drin wahrscheinlich. Ja, was passiert aber mit dem Mehl? Ist auch noch eine Frage, ne? Na gut, nächstes Gebäude. Aha. Nochmal dasselbe. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger, dahin zu kommen. Okay. Achtung, schwieriges Gelände. Kontrolliere den Streckenverlauf durch Klicken auf den markierten Bereich. Ja. Halten und bewegen oder entfernen. Okay, man kann also den Punkt verschieben. Okay, und da müsste man teure Brücken und sowas bauen. Ah, jetzt ahne ich, was so ein bisschen das Thema ist. Gut, das hätten wir verbunden. Ah, das ist aber schön. Das ist wirklich entzückend. Gefällt mir grafisch. Tunnel könnte man wahrscheinlich auch bauen, ja. Ist dann super teuer. Okay. Neue Gebäude. Was haben wir denn jetzt hier? Überprüfe Angebot und Nachfrage bei den neuen Gebäuden. Okay, wir haben eine Molkerei. Produziert Milch. Wir haben eine Käserei. Benötigt Milch. Die Molkerei benötigt nichts. Produziert zwei Milch. Braucht eine Milch. Braucht eine Milch. Okay, ist ja simpel. Werden wir verbinden. Ist das hier irgendwie ein Problem? Ich weiß gar nicht. Jetzt habe ich natürlich nicht von da angefangen. Was passiert, wenn ich das jetzt hier kaufe? Ich habe falsch schon angefangen. Ich mache es einfach mal. Okay, also jetzt ist... Warte mal, was machen die jetzt hier? Das ist jetzt Quatsch hier, ne? Der bringt jetzt Milch dahin. Und soll ja eigentlich weiterfahren. Und jetzt kommen die. Jetzt haben die ein Problem. Jetzt habe ich das Spiel kaputt gemacht. Leute, fällt doch nicht so schnell Urteil über das Spiel. Ihr wisst doch noch gar nicht, worauf das hinauslaufen soll. Aber ich finde es immer schade, wenn Leute so schnell dabei sind, irgendwie zu sagen, das ist scheiße oder. Aber was passiert jetzt? Können wir das jetzt hier noch heilen oder ist jetzt alles kaputt? Okay, die arbeitet jetzt erstmal. Alles kaputt und alle traurig. Ja, wahrscheinlich haben wir das noch nicht kennengelernt. Was passiert, wenn... Man wird wahrscheinlich hier irgendwas zurückbauen müssen, oder? Was macht denn der jetzt?
Okay, ist aber angeschlossen. Also wir haben die Erfolge haben wir jetzt erzielt. Aber ich verstehe die Logik dieses Zuges eigentlich nicht. Der fährt jetzt mit der Milch hierhin, wo Milch da ist. Naja, egal. Wir hinterfragen das jetzt erstmal nicht. So, Gebäude können indirekt verbunden werden. Statt diese Käserei direkt mit der Molkerei auf der anderen Seite der Karte zu verbinden, versuche sie über einen in der Nähe liegenden Bahnhof innerhalb des Netzes zu verknüpfen. Ja. Ach so, warte mal. Ach so, der bringt zwei Milchwagen hier hin. Und dann wird er vielleicht irgendwo zwischengelagert und der holt sich den Milchwagen ab. Ach so, und das Prinzip ist, dass man jetzt quasi das so in Reihe schalten kann irgendwie. So, produziert Milch, benötigt Milch. Ja, okay. Gut, das heißt... Ah ja, ich verstehe. Okay, es muss einfach nur mit dem Streckennetz verbunden sein. Und dann kann man auch so Weichen machen. Oder geht das nur über Bahnhöfe? Wir werden es gleich mal ausprobieren. Wir müssen da natürlich noch hin. Kann ich jetzt zum Beispiel hier daran? Nee, das wird dann automatisch zur Brücke. Das heißt, ich muss immer an einen Bahnhof dran. Okay. Verstehe. Das heißt, das ist zum Beispiel jetzt scheiße gebaut eigentlich, ne? Gut, man weiß nicht, was kommt. Ich könnte ihn auch hier anschließen. Nee, das ist ja nicht verknüpft. Okay, es ist wahrscheinlich so eine Art Puzzle-Game, ne? Nee, aber dann komme ich da nicht mehr an. Ah, jetzt kapiere ich langsam die Probleme. Okay. Gut. Verstehe. Oh. Wir haben die Kühe noch gar nicht bewundert. Alles klar, die fahren dann so alles irgendwie hin und her. Ich verstehe. Es muss nur alles miteinander verknüpft sein. Und das ist dann die Puzzle-Problematik. Und wenn die Karte immer voller wird, wird es wahrscheinlich immer schwieriger, das so hinzubekommen, dass das Geld reicht. Mhm. Genau, es ist halt ein Puzzlespiel. Es ist keine Transportsimulation, Leute. Insofern ist der Vergleich jetzt mit Railway Empire so einfach völlig daneben, Leute. Das ist eine andere Art von Spiel. Okay. Genau, bekommt nur Geld, wenn ich Sachen anschließe. Und das ähnelt fast mehr so Dorfromantik-mäßig, würde ich sagen. So, Geld übrig. Warte mal, man nimmt das Geld mit ins nächste Level. Oder was? Oder auch nicht. Okay. Also, 12 Gebäude fertigstellen. Budgetaufgabe. Beende das Level mit mindestens 200 Dollar. Spezialaufgabe. Benutze insgesamt 6 Karten. Hm. Okay, es gibt also noch Karten. Oder Mini-Metro, ja genau. Das ist, glaube ich, ein guter Vergleich, ja. Okay, mit Karten kann man billigere Gleise bekommen. Also Gleise kosten die Hälfte des üblichen Preises. Der Brückenpreis bleibt unverändert. Verbraucht bei der Verwendung eine Karte. Aha. Zum Umschalten? Gut, wir haben jetzt auch nur 1000. Und jetzt steht auch schon was auf der Karte. Stand auch schon am Anfang. Gut, wir haben eine Käserei.
Braucht Milch, produziert Käse. Molkerei, Käserei. Soweit, so klar. Hier gibt's, man sollte wahrscheinlich die Karten verwenden, dann natürlich bei besonders langen Strecken. Ist die Frage, wann man die jetzt aktiviert. Hier bei der kurzen werde ich sie noch nicht verwenden, aber bei der langen vielleicht. Bin mir noch nicht sicher, an welchem Punkt irgendwie jetzt rechts, links gleisig sinnvoll ist. Das wird sich dann noch zeigen. 42. Okay. Und wir müssen wahrscheinlich da nach oben gehen. Baue ich das mal so. Und jetzt die Frage, nutze ich jetzt die Karte jetzt? Ach so, man aktivierte. Ah ja, ich verstehe. Okay. Nur 39. So, neue Karten freigeschaltet, neue Gebäude. Billigere Brücken, okay. Brücken kosten viel weniger. Gut, verstehe. Was haben wir hier? Eine Bäckerei. Braucht Mehl, produziert Brot. Okay, das heißt, wir müssen... Okay. Das wird ja schon mal interessant. Wie kriegen wir den Weizen in die Mühle? Naja. Bauen wir vielleicht mal... Na, wahrscheinlich müssen wir hier so hochgehen, ne? Da kann man ja gehen. Dann werde ich, glaube ich, jetzt gleich mal die billigeren Gleise nehmen. Weil das wird auch eine lange Strecke. Wir müssen nur aufpassen, dass das dann da noch passt, ne? Kann ich vielleicht direkt mal bauen. So, das heißt im Prinzip... Ja. Okay. Jetzt weiß man natürlich nicht, wo hier noch was auftaucht. Ah, das habe ich vielleicht nicht ganz clever da oben platziert, merke ich gerade. So, und jetzt war eigentlich mein Plan, dass ich das jetzt mit dem verbinde. Und dann ist wieder alles miteinander verbunden eigentlich. Genau, das kann jetzt da transportiert werden. Okay, gut. Wir schauen uns aber erstmal an, wie sich jetzt hier die Landschaft färbt. Sehr schön. Gut, was können wir jetzt bauen? Neue Sachen. Cool. Man kann auch Brücken über andere Gleise bauen. Ah ja, stimmt. Drücke Tab oder fahre über Level abschließen Button, um nicht fertiggestellte Gebäude hervorzuheben. Ah, verstehe. Nicht fertiggestellt heißt, genau, weil die braucht noch einen Endabnehmer. Ah, alles klar. Die Stadt braucht Brot, Milch und Käse. Gut, hier kommt Käse her. Da kommt Milch her. Aber wir müssen das oben noch mit anschließen. Dann ist das mit verbunden. Na, okay. So hält man sich so alle Optionen offen.
Ja, ich muss ja auch noch 6 Karten verwenden, ne? Also das will ich ja auch noch machen. Warte mal, wir fahren jetzt da hoch. Wir können uns auch erstmal da anschließen. Ah, ich weiß nicht genau. So, das ist das eine. Nee. Dann. Warte mal kurz. Produziert Käse, ja. Okay, jetzt müssten wir eigentlich alles verbunden haben. Was im Moment jetzt. Nee. Ach so, hier ist noch einmal Milch offen. Warte mal, produziert Käse. Aber die Käsebedarf ist doch hier eigentlich gedeckt, oder? Warum steht hier, ist das nicht abgehakt? Hm, komisch. So, was haben wir hier? Boah, 4-mal billigere Brücken. Nee, Gleise, Brücken, Brücken, Brücken. Alles klar. Neue Gebäude. So, stellt man sich fast schon die Frage, hat man sich verbaut? Wäre es nicht besser gewesen, von der Bäckerei zur Mühle zu gehen? Warum? Warte mal, Bäckerei zur Mühle? Die Bäckerei ist ja mit der Mühle verbunden. Über den Bahnhof. Ich weiß nicht, ob die Entfernungen eine Rolle spielen. Man hätte auch da hochgehen können, ja. Weiß ich, bin mir nicht sicher, warum es besser ist. Das habe ich noch nicht kapiert. Bei einem Spiel kann man sich nicht verbauen? Okay. So, also, die braucht jetzt Mehl. Am Ende, was ich noch nicht ganz kenne, es geht ja am Ende jetzt darum, eigentlich immer nur alles einfach mit dem Gleissystem zu verbinden. Das erscheint mir jetzt noch relativ simpel, oder? Ich kapiere jetzt noch gerade nicht, wo jetzt das, wo die Komplikation liegt. Also wenn ich das zum Beispiel jetzt hier verbinde, passiert gar nichts. Weil er, ach so, warte mal, gilt das nicht? Ah, wartet. Muss das, gilt das jetzt hier verknüpft gleistechnisch? Ach so, eine Mühle versorgt nur eine Bäckerei. Ah, ja, 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 ist klar. Gut, das heißt, wir müssen einfach die dann auch noch anschließen ans System. Und das geht, indem wir einfach hier oben das platzieren. Das platzieren. Vielleicht habe ich auch einen totalen Denkfehler. Aber wenn ich jetzt das mit dem anschließe. Nehmen wir jetzt nochmal einmal billige Gleise. Das führe ich da runter. Dann müsste jetzt wieder alles miteinander connected sein, oder? Nicht alles. Die Mühle nicht. Weil die kein Weizen hat. Ach so, wir brauchen dann. Ah, ja. Wir brauchen jetzt noch einen neuen Weizenproduzenten. Aber der. Ach, hier unten. Den habe ich ja ganz übersehen. Alles klar. Nein, ich habe die Dinger nicht ausgegeben. Okay, wir haben das Level geschafft. Ah, okay. Die Brücken waren gar nicht nötig. Naja, ist egal, ist nicht so schlimm. Die Sonderaufgabe nicht erfüllt. Gut, dafür werde ich das Level jetzt nicht normal spielen. Aber beim nächsten Mal passe ich ein bisschen besser auf, dann haue ich das einfach raus. Okay, ein Level haben wir noch. So, jetzt haben wir 18 Gebäude. Wir sollen das Level mit mindestens 850 beenden. Spezialaufgabe, baue eine Strecke, die bei Fertigstellung sofort 4 Ressourcen verbindet. Mhm. Stapelbonus. Wenn ein neuer Bahnhof
mehrere Gebäude auf einmal versorgt, bekommst du zusätzliches Geld. Das erfordert vorausschauende Planung. Verbinde zunächst die Mühle mit der Stadt. Ja, weil davon profitiert weder die Mühle noch die Stadt. Verstehe? Dann die anderen Gebäude mit der Mühle. Die Mühle, die Bäckerei und die Stadt werden daraufhin gleichzeitig versorgt. Okay, alles klar. Schwerer Güterzug. Güter bringen 50% mehr Geld ein. Billigere Gleise. Ja, okay. Was haben wir denn jetzt auf der Karte? Stadt. Ah, die Stadt kann auch noch wachsen. Ne? Größe 1. Mühle. Weizenfarm. Okay. Und jetzt war die Idee, erst die Stadt mit der Mühle zu verbinden, dann mit der Weizenfarm. Dann hat man einen Bonus. Verstehe. Vielleicht kann man den Bonus noch erhöhen, indem man schwerer Güterzug verwendet. Möglicherweise, ich weiß nicht. Dann machen wir das so. Ja. Bahnhof kann ich ja trotzdem schon mal bauen. Warte mal, das sind hier zwei Gebäude, oder? Weizenfarm und Bäckerei. Aha, okay. Dann sind das ja gleich die vier Gebäude, die wir brauchen. So, warte mal. Jetzt ist der Plan, dass wir erstmal das miteinander verbinden. Da nehme ich jetzt einfach mal billigere Gleise. So, da passiert jetzt noch nichts. Gibt es keinen Bonus. So, und jetzt? Wenn ich jetzt die Stadt mit dem verbinde, dürfte die Stadt ja auch noch nichts profitieren, weil die Bäckerei noch kein Mehl hat, dementsprechend Brot nicht produziert. Genau, das heißt erst die Stadt damit und dann das miteinander verbinden. Und dann hätten wir eigentlich schon den Bonus, oder? Nein? Was? Wo ist der Denkfehler? Ach so, über die Stadt wird auch Weizen geliefert. Ja, ich verstehe. Ist klar, stimmt, das ist ja damit angebunden. Ja gut, dann können wir diesen Bonus, also dann können wir das jetzt noch nicht erfüllen. Oder? Seht ihr irgendeine Möglichkeit, was wir machen können, dieses Ziel zu erfüllen? Geht wahrscheinlich erst, wenn mehr Gebäude dabei sind. Gut, dann können wir das natürlich. Dann ist es natürlich sinnvoller, das jetzt miteinander zu verbinden. Nee, Spezial geht jetzt noch nicht. Jetzt werden erstmal nur drei miteinander verknüpft, oder? Ich nehme aber mal schwerer Güter. Ja, wir kriegen noch weitere Karten. Wähle bei Fertigstellung. Okay. Ah. Ja. Nehmen wir es mal gleich. Ah, okay. Okay. Verstanden. Gut, was haben wir? Billige Brücken, billige Gleise. Und es kommen neue Gebäude. So, ich vermute mal, bei zwei neuen Gebäuden können wir das Ziel definitiv auch noch nicht erreichen. So. Produziert Milch. Braucht Käse. Gleich Gleise bauen zur Stadt, bevor der Zug in der Stadt ist. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Der Zug ist doch nur Grafik. Die Verbindung ist doch sofort da, wenn das Gleis gebaut ist. Okay, wartet. So. Aber wir kriegen auf jeden Fall einen Bonus. Wir können die Brücke nutzen hier. Es sieht auf jeden Fall cool aus, das gebe ich zu. Warte mal, wir kriegen jetzt, glaube ich, kriegen wir jetzt einen Bonus, wenn wir
Käserei erstmal mit der Stadt verbinden. Ja, weil dann die ja noch keinen Käse produziert. Ne? Oder ist die ist noch nicht an der Milchwirtschaft angeschlossen. Okay, das heißt, das wäre jetzt der bessere Weg. Okay, alles klar. Insofern ist das mit der Brücke jetzt, ja, es ist zwar, sieht zwar vielleicht cool aus, ist aber, glaube ich, sehr teuer und ineffizient. Machen wir nicht. Gut, und den Bonus schnappen wir uns jetzt, indem wir das, ja, mit was auch immer anschließen. Ne? Es ist ja offenbar scheißegal eigentlich, an was wir rangehen. Und da das kürzer ist, könnte man ja daran gehen. Und wir haben so einen Dreierbonus jetzt. Ja, so allmählich beginnt deutlich zu werden, worin die Herausforderung des Puzzles besteht. Ja, klar, kommen offenbar Elemente hinzu. So, billigere Brücken und schwerer Güterzug. So, jetzt haben wir drei Gebäude. Die sind alle komplett miteinander. Hier ist hier nichts mehr zu holen, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, theoretisch kann man das hier als eigenen Kreis hier machen, ne? Dann wollen wir uns wieder den maximalen Bonus sichern, der da lautet, wir verbinden erstmal die Käserei mit der Stadt und dann das damit. Vielleicht müssen wir da noch irgendwo hinten durch. Machen wir es mal so. Jetzt gönnen wir uns mal billigere Gleise. Und schweren Güterzug. Okay, und je mehr Gold man verdient, umso mehr Gebäude werden freigeschaltet. Und dadurch, dass viele Gebäude freigeschaltet werden, kann man auch den Bonus maximieren. Weil man ja dann mehr rumtricksen kann. Oha. Okay. Jetzt wird's kompliziert. Wir haben noch Gebäude. Oh mein Gott. Okay, alles klar. Jetzt wird es doch langsam anstrengend. So, warte mal. Wie kriegen wir jetzt diesen Vierer-Bonus? Den möchte ich jetzt schon bekommen. Ja, Brücken. Aber erstmal systematisch. Okay. Braucht Mehl, produziert Brot. Welche Stadt braucht überhaupt noch Brot? Gut. Die brauchen Brot. Und da oben ist noch eine Stadt. Okay, alles klar. Das heißt, wir haben hier eine Bäckerei und wir haben hier eine Bäckerei. Okay. Das heißt, wir haben eine Bäckerei ist für die eine Stadt zuständig, die andere für die andere Stadt. Ist die Frage, ob wir jetzt stadtweise jetzt erstmal irgendwie systematisch vorgehen. So, die Weizenfarm kann nachher damit connected werden. Hier kann man tatsächlich eine Brücke machen. Das geht. Und dann können wir hier unten irgendwie rangehen. Das geht auch.
Okay. Was ich jetzt tatsächlich noch sehe, ist, woher weiß ich jetzt zum Beispiel, also die braucht Mehl. Haben wir jetzt irgendwo einen Mehlproduzenten? Oder kann ich erstmal ohne Gefahr das hier anschließen? Boah, es wird mir jetzt fast schon zu kompliziert, das alles zu durchdenken. Puh. Puh. Pass mal auf, ich baue erstmal die Bahnhöfe hier. Ich meine, der Bahnhof ist ja unkritisch. Der muss dahin kommen. Der Bahnhof ist auch unkritisch. Der muss hier hinkommen. So. Wenn ich jetzt einfach nur den mit dem verbinde, passiert erstmal noch gar nichts. So, das ist ja das, was wir haben wollen, dass nichts passiert. Okay, so, soweit. Jetzt reduzieren wir mal die Möglichkeiten. Das ist immer wichtig. So. Wenn wir diese Mühle. Ja, das dürfen wir noch nicht machen. Ist klar. So. Okay, wenn wir diese Käserei mit dem Bahnhof verbinden, passiert auch noch nichts, glaube ich, weil auf der Strecke ja keine Überproduktion da ist. Oder Chat? Seht ihr noch durch? Würde ich zumindest vermuten. Doch? Doch, 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 sagt ihr? Wo denn? Unten ist eine Molkerei. Ja, stimmt. Die produziert Käse. Aber ich dachte, stopp mal. Produziert ihr nicht nur einmal Käse und dieser Käse wird von dieser Stadt verbraucht? Ich denke, es geht nicht um den Anschlusszeitpunkt, sondern eher um die Anzahl der Güter, die durch einen Bahnhof gehen. Nee, das glaube ich nicht. Also, ich dachte, ein Käse wird produziert, ein Käse wird verbraucht. Ach so, es geht darum, benötigt Milch. Ja, Molkerei produziert zweimal. Aber es ist doch, wo ist denn eine Molkerei, die jetzt Milch produziert, das noch nicht abgenommen wird? Leute, wir haben das doch noch nicht angeschlossen. Also ich bin mir relativ sicher, wenn ich das Gleis baue, passiert nichts. Welche Milch soll denn hier jetzt hinkommen? Ich wollte das mit dem verbinden. Nee, Leute. Genau. Ich glaube, ich mache das mal. Der Plan war, das mit dem zu verbinden. Und dann werden wir sehen. Zu starke Bogen, okay. Ich will halt hier hinten. Warte mal, kann man es so anders machen? Ich will da hinten noch mit der anderen dann ran. Ah, okay, das macht er nicht. Na, ich hoffe, das geht nachher. So, ja, wollen wir sehen. So, und es passiert nichts. Es war alles gut. Alles richtig. So. Okay, dann gucken wir jetzt mal die nächsten Geschichten an. Wir wollen halt dann irgendwann einen großen Clash haben. Eine große Connection, wo dann alles ineinander übergeht. So, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier diese Weizenfarm hiermit verbinde, dann dürfte auch noch nichts passieren, weil das quasi alles in dem Bereich saturiert ist. Das können wir also eigentlich auch schon connecten, würde ich sagen.
Mal sehen. Jawohl. Okay, alles klar. Wir nähern uns dem. Leute, ich baue Brücken, wenn Brücken not sind. Brücken sind teuer. Es ist doch ein Optimierungsspiel. Ich baue jetzt nicht just for fun Brücken. Wir werden schon noch Brücken bauen müssen. Wir wollen doch Geld sparen, ne? So. Weiter überlegen. So. Jetzt haben wir hier die Mühle. Die Mühle braucht Weizen. Haben wir in diesem Kreis hier, das ist ja eigentlich nur das, der Kram. Hier haben wir noch nichts, was Weizen verbraucht. Das heißt, das können wir direkt auch hier anschließen. Ja, scheiße. Okay, jetzt habe ich mich doch verbaut. Dann muss ich hier... jetzt kommen die Brücken ins Spiel. Passt auf, wir nehmen einmal billigere Brücken. Dann gehe ich hier rüber. Und gehe damit ran. Obwohl, warte mal, gibt es noch eine bessere Variante? Ja, es gibt eine bessere Variante. Ich glaube, wenn ich damit rangehe und den nachher da anschließe irgendwann... sind wir auch gut dabei, ne? Der bringt dann alles zum Laufen. Ich glaube, das ist besser. Gleich runter an die Stadt. Ja, könnte man auch machen. Müsste man auch mit Brücke arbeiten. Könnte man auch machen, ja. Okay, da haben wir eine Brücke gebaut. So, das ist jetzt auch schon mal angeschlossen. So, und wenn wir jetzt Milch dahin führen, dann haben wir ein Problem, weil die Milch erreicht dann die Käserei. Okay, das machen wir also nicht. Das ist nachher ein Punkt, wo wir alles auslösen können. So, gibt es noch was Ungefährliches? Wir hatten... oder haben wir jetzt den Punkt erreicht, wo wir eigentlich nicht mehr weiterkommen? Wir haben das hier noch. Was passiert, wenn wir das... mit dem verbinden? Dann passiert erstmal auch noch nichts, weil erst nur die Weizenfarm da angeschlossen ist. Würde ich sagen. Das müsste auch safe sein, oder? Genau, die Mühle fehlt. Wir bauen wieder eine Brücke. Was? Blockiert? Was ist das denn hier? Ich kann hier keine Brücke bauen? Das ist ja erbärmlich. Das ist eine Achterbahn. Ja gut, dann baue ich halt eine Achterbahn. Es ist, wie es ist. Okay. Kostet halt sehr viel, ne? Leute, uns geht ein bisschen das Geld aus. Ich glaube, wir müssen mal irgendwann jetzt Reibach machen. Sonst haben wir ein Problem. ja, ich hatte auch auf eine größere Brücke. Farm an Farm anbinden und zweiten Kreis alle Mühlen, ganz am Ende beide Kreise zusammenführen. Ja. Farm an Farm. Warte mal, das heißt, du meinst die Farm an den... Aber jetzt muss man aufpassen. Haben wir hier überhaupt eine Mühle schon dran? Warte mal. Die Mühle ist doch... Ah, okay. Das ist noch nicht mit dem Kreis unten verbunden. Das heißt, das müsste eigentlich tatsächlich nur unkritisch sein, ne? Ja. Das Problem ist, dass uns langsam das Geld ausgibt. Aber das müsste unkritisch sein, ne? Wir können nochmal eine billige Brücke bauen. So, okay.
Und jetzt ist die Frage, können wir jetzt schon den großen Knall irgendwie starten? Oder gibt es noch was, was wir optimieren können? Die Milch können wir hier nicht anschließen, dann geht's schon los, dann wird schon Milch geliefert. Die Mühle an den Kreislauf, wo die andere Mühle dran ist. Hier ist die Mühle dran. Puh, ja, aber das ist sehr... Okay, wir könnten die versuchen, hier runterzuführen. Wenn wir dann noch die Kohle dafür haben. Na, ich glaube, das meint ihr, ne? Oder? Macht uns das kaputt, irgendwas? Ich muss den Kreislauf jetzt schließen. Ja, ich glaube auch, sonst haben wir keine Kohle mehr, ne? Sonst können wir nicht mehr weiterbauen. Okay, gut. Dann lasst uns jetzt kein Risiko eingehen. Was ist denn jetzt... Naja, mir geht das Geld aus. Okay, pass auf. Wir müssen jetzt irgendwie einen günstigen Punkt finden, um das jetzt zu connecten. Die Frage ist, was ist der günstige Punkt? Wir könnten hier runtergehen, vielleicht. Hier haben wir das ein bisschen blöd gebaut. Wir könnten hier hoch. Ich guck mal. Das könnte gerade so noch reichen, die hier zu verbinden. Ja, das geht. Aber es sind nur drei. Leute, das ist enttäuschend. Das hatte ich mir besser vorgestellt. Was haben wir falsch gemacht? Wieso sind das nur drei? Von hier hinten muss auch noch was kommen. Was passiert, wenn ich die Mühle jetzt hier anschließe? Haben wir auch nur drei, oder? Dann kriegen wir aber zumindest Geld und können den Rest irgendwie vielleicht Döller machen oder so. Ich weiß es nicht. Was meint ihr? Eine Mühle zu wenig. Vorher Molkerei Käse anschließen. Dann müsste ich jetzt noch einen Bahnhof bauen, dann wird es immer enger. Wir gucken einfach, was bringt das? Das bringt gar nichts. Okay, das war verschwendetes Geld. Okay, irgendwas habe ich jetzt hier nicht gut bedacht. Wir müssen aber jetzt Reibach machen. Ist die Frage, ob wir jetzt den schweren nehmen? Oder ob wir noch irgendwas Besseres hinbekommen? Vielleicht kriegen wir noch irgendwie mehr hin als diese drei. Bin mir nicht sicher, wo jetzt der Fehler ist. Also es war definitiv jetzt nur ein Dreier-Bonus. Jetzt haben wir nochmal einen schweren Güterzug. Okay, wir hätten den schweren Güterzug definitiv nehmen sollen. War ein Fehler. Eine Mühle mit der Molkerei verbinden. Das bringt relativ wenig. Das ist ja dann schon im System eigentlich, ja? So, was fehlt jetzt eigentlich noch? Ja. Weizenfarm. Kriegen wir das noch gleichzeitig irgendwie gerissen? Wenn ich das anbinde, passiert erstmal noch gar nichts, weil das ja eh schon da dran ist. Okay, das heißt, die braucht nur Mehl von der Mühle. Die Molkerei mit dem anderen Kreis verbinden und dann ins Tal. Hm. Aber die Molkerei, warte mal, die Molkerei, die braucht...
die produziert Milch. Milch geht dann am Ende hier hin. Und wo wird noch Milch benötigt? Da. Das sind also zwei Connections. Wir haben aber von oben noch nicht die Connection nach unten, ne? Das ist der Punkt jetzt, oder? Ja, genau. Das heißt, hier würden wir eine Dreier-Connection bekommen, wenn wir das jetzt anschließen würden. Und können wir daraus noch eine Vierer-Connection machen? Das ist die große Frage. Habt ihr da eine Idee? Vielleicht, wenn ich das hier verbinde, ne? Okay, wir haben so viele von den schweren Güterzügen. Nehmen wir eine. Ich hätte auch noch mal billigere Gleise nehmen können. Weil jetzt sind wir schon fast am Ende. So, das heißt, wenn ich das jetzt verbinde... Ja, wir haben's. Wir haben's, Leute. Das war sogar eine Fünfer-Connection. Jawohl! Okay. Okay, also, puh. Das ist ganz interessant, muss ich mal sagen. Das hat man vorher dem Spiel erstmal überhaupt nicht angesehen. Aber... Das ist ja wirklich eine witzige Idee. Schön knifflig. Am Anfang denkt man, was ist das für ein simpler Kram? Aber nein, da steckt ja richtig viel mehr dahinter.